Für Venedig bedeutet das 19. Jahrhundert ein dunkles Kapitel in seiner langen Geschichte. Venedig kann ja auf eine 1500 Jahre alte Geschichte zurückblicken. Sie ist die stolze Serenissima, die Republik Venedig. Aber 1797 gibt sie selber diese Autonomie auf. Warum? Weil die napoleonischen Truppen vor der Tür stehen und sie besetzen Venedig. Und sie besetzen Venedig dauerhaft. Zunächst kommen die französischen Truppen, dann die österreichischen, dann 1905 noch einmal die französischen und ab 1815 dauerhaft die österreichischen Truppen. Venedig verliert seine stolze Unabhängigkeit. Und auch die Wirtschaft leidet darunter. Es verliert den Hafen, es verliert das Privileg des Freihandels und es wird zur Provinzstadt degradiert. Der Traum von der großen, unabhängigen Republik ist ausgeträumt. Venedig, und das ist das Erstaunliche in dieser Geschichte, dieser Stadt, nutzt dieses traumatische Erlebnis, um nicht zu kapitulieren, sondern um etwas Neues daraus zu machen, um sich neu zu erfinden. Sie verwandelt sich von einer politischen und wirtschaftlichen Großmacht zu einer kulturellen Großmacht. Und das schafft sie aber weniger jetzt durch eigenen Antrieb, sondern sie ist die Empfangende, sie ist jene, auf die sich externe Künstler, Künstlerinnen von außen projizieren. Künstlerinnen aus England, Frankreich, Deutschland, Österreich gehen nach Venedig, sehen die Stadt und verwandeln gleichsam die Eindrücke, die sie dort bekommen, zu etwas Neuem in der Literatur, in der bildenden Kunst, im Film. Venedig wird gleichsam zur Projektionsfläche für europäische Künstlerinnen und Künstler.